Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Ich muss mich ein bisschen beeilen, da ist ein Trike auf mich, denke ich. Ich habe ihm das Ei geklaut. Jetzt kommt auch noch ein Dilo hier an. Ja, uncool. Ja, man kriegt ja öfters zu hören, was man von Eierdieben hält und ich darf es jetzt gerade erfahren. Wieder mal. Nein! Das ist jetzt äußerst übel. Ich hoffe, dass das Trike nicht so viel Ausdauer hat, wie es den Anschein macht. Bist du weg? Irgendwo ein Felsen gebackt? Wäre cool. Okay, wow. Ein netter Start in die Folge. Erstmal mein Level up. Auf Oxygen, ist ganz klar. Wie sind wir jetzt eigentlich? 52, das reicht noch nicht so ganz. Ja, was ist passiert? Letzte Folge, ihr hattet gesehen, ich hatte ja... Oh, der räumt da jetzt wirklich auf. Und danach ist er stinkig auf mich. Bevor er hier ankommt, erzähle ich mal kurz, was passiert ist. Letzte Folge hattet ihr gesehen, ein Itchy hatte ich gezähmt gehabt. Der ist dann irgendwie, naja, ein bisschen buggy gewesen. Ich habe den da auch partout nicht rausgekriegt, weswegen er wieder dran glauben durfte. Was schön an der Geschichte war, ich habe gleich am selben Ort neue bekommen, die sogar recht schön sind. Das waren mal ursprünglich 5, aber ich habe mir die 3 hübschesten ausgesucht und ich muss sagen, die gefallen mir echt sehr gut. So, haben wir einmal Irina, haben wir einmal Triton und einmal Irene. Wir haben 2 Weibchen, ein Männchen. Das ist doch schön. Wird aber ein bisschen eng hier, weswegen ich ein klein wenig vorbereitet habe. Gut, das Trike scheint nicht mehr stinkig auf mich zu sein. Das ist schön. Dann haben wir unsere Ruhe. Oder ist es derzeit stinkig auf den Dilo und danach wieder stinkig auf mich? Das kann natürlich sein. Deswegen ich jetzt mal ganz geschwind. Ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen weitergemacht, deswegen auch das Level up. Was machen wir denn jetzt? Wir werden das noch ein bisschen vergrößern da. Zumindest in die Breite. Dafür brauchen wir das und das. Wollen wir schließlich richtig bauen. Nur minimal, weil allmählich wird es da schon eng. Es war noch alles offen hier, aber es war nicht so die ganz große Freude, die hier reinzukriegen. Da ich hier schon zu habe... Wie mache ich das denn jetzt? Ich habe auch noch die falschen gebaut. Oh, ich hasse es. Okay. Dann machen wir es ganz charmant. Wir haben ja die Möglichkeit. Ich will ja das Material nicht ganz verschwenden. Pass auf. Da. Das ist ja schön. Ich wirklich gleich die falschen gebaut. Das ist ärgerlich, passiert mir aber nicht zum ersten Mal. Hier, der ist immer noch stinkig auf mich. Danke. Das war ja interessant. Hehe, cool. Super, Leute, jetzt brauche ich nur noch 3 Sattel. Und dafür brauche ich Metall. Also, Metall pur, nicht Metall, fertig eingeschmolzen. So wollte ich sagen. So, das kommt dann auch wieder weg. Dann kann ich schon wieder nicht. So und so und so. Reicht natürlich nicht aus, das Material. Das ist schön. Wir haben ja aber noch genügend davon da rumliegen. Es ärgert mich ein bisschen, dass ich mich jetzt hier eine ganze Weile hingesetzt habe, um das Material zu farmen und dann wieder die falschen gebaut habe. So. Kann ich die hier nicht irgendwo direkt anbauen? Nein, ich muss jetzt da vorne hinschleichen. Ganz toll. Bis wir da angekommen sind, trinke ich erstmal einen Schluck Kaffee.
Aber den Dodo habe ich heil nach Hause gekriegt. Sogar wirklich ohne Schaden. Das hat mich sehr gewundert. Gut, war gelogen. Ich bin nach Hause gelaufen, weil ich sowieso das Material reparieren musste. Hab mir den Petra geschnappt, bin einmal los. Hab den Dodo dann eingesammelt. Und es klingelt. Bis gleich. Ich wollte mir eigentlich mal angewöhnen, die Klingel für Aufnahmen auszumachen, aber in gewissen Aspekten sage ich dann, gut, dass ich es nicht tue. Das war der Postbote, der das Hundefutter gebracht hat. Tja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie neugierig mein Hund hier im Körbchen liegt. Nö. Naja. Du musst warten, Dicker. So. Dann kommen die, nehme ich gleich schon mal raus, bevor ich da wieder auf dumme Gedanken komme. Mein erster dummer Gedanke ist, ich kann mich gerade nicht bewegen. Unter Wasser ist das uncool. Ziemlich uncool. Wie viel habe ich denn jetzt? Oh, das fällt schon wieder nur für ein. Aber okay, wir haben hier die Rampe. Die kommt dann weg. So. So. Ach ja, da ist ja schon wieder Schluss. Mir gefällt das da drüben mit der Wand auch noch nicht. Da hinten das. Das werden wir hier anders machen. Und zwar ganz gewaltig anders. So, 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 ja. Ich habe schon eine Idee, wie wir das Ganze jetzt hier veranstalten werden. Ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle, ja, wird sich zeigen. Du hast schon ein Level-Up, das ist schön. Die Itchies werden komplett auf Speed geskillt. Wie man sieht, die haben eine vernünftige Stamina und sie sollen schnell sein. Auf dem Server haben wir unsere Itchies soweit. Die stehen jetzt, glaube ich, bei 250 Movement Speed. Das ist schon ganz vernünftig, zumal das Spiel ab einer gewissen Geschwindigkeit nicht mehr so ganz hinterherkommt. Deswegen müssen wir da ein bisschen Acht geben. Du bist auch auf Movement, kriegst hier nochmal Fleisch rein. Und du gehst auch auf Movement und kommst auch nochmal Fleisch rein. So, nun benötigen wir. Da gehen wir noch weiter. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Wir gehen noch einen weiter. Komm, was soll das? Was fehlt uns? Thatch, natürlich. Klar. Hat der Postbote mich gerade eben doch tatsächlich gefragt, ob ich ihn ärgern möchte. Ich muss dazu sagen, ich kenne den Mann jetzt seit 4 Jahren. Der liefert bei mir hier regelmäßig. Und normalerweise ist er so kleine schnuggelige Pakete gewohnt, die nicht wirklich ins Gewicht fallen. Jetzt durfte er auf einmal 25 Kilo Hundefutter hier hochtragen. Das fand er jetzt irgendwie nicht so witzig. Kann ich gar nicht verstehen. Er hat nur gefragt, ob ich ihn ärgern möchte heute so zum Wochenende. Glücklicherweise... Da gehe ich mal keine Bäume fällen. Glücklicherweise konnte ich gleich sagen, dass das nicht auf meinen Mist gewachsen ist, sondern auf meine Frau, weil die hat bestellt. Blöd nur... Mein Name steht drauf. Mehr interessiert ihn ja nicht. Toll. Echt ganz große Klasse. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Beziehungsweise, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn aber nicht für das gehalten, was er eigentlich ist. Scheiße, das darf ich auch nicht so oft machen. Oh, Leute, 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 Leute. Man merkt, ich bin vor einer halben Stunde erst aufgestanden. Hallo? Hallo? Hoch? Lass mich da hoch. Ich will auch. Ich will auch. Da muss doch eine Änderung. Da kommt die Festplatte wieder nicht hinterher. Witzig, dass ich trotzdem weitersprechen kann und das aufgenommen wird. Wer greift mich denn jetzt an? Da greift mich womöglich keiner an. Hm.
Also ich glaube nicht, dass irgendjemand hier jetzt gerade angreift. Ich habe hier nichts. Wenn Dinos in meiner Basis da hinten angegriffen werden, werde ich das hier wohl kaum vernehmen können. Keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Irgendwas am Arsch kleben? Hm. Gut, wir bauen die erste... Ich muss jetzt mal gerade gucken. Mir ist das hier schon öfters passiert, dass etwas unter der Insel quasi schwimmt. Wie ihr hier sehen könnt, ist hier unter der Insel ja Wasser. Ist eigentlich überall Wasser. Und dass da ganz gerne irgendwas rumtrieb, was dann doch der Meinung war, mich angreifen zu wollen, aber nicht konnte, weil es halt ja unter der Erde gebackt ist. Ist übrigens sowas, das kritisiere ich. Eine Welt vollkommen aus Wasser. Es gab mal ein tolles Online-Rollenspiel, was wir, also ich und meine Freundin, eine ganze Zeit lang, ich glaube 3 oder 4 Jahre sogar, gespielt haben. Jetzt werde ich angegriffen. Jetzt sehe ich das auch ein. Oh, du bist sogar hübsch, aber nicht lange lebendig. Ja. In diesem Online-Rollenspiel, was damals noch sehr grafiklastig war, war es genau dasselbe Problem. Dass die ganze Welt auf Wasser gebaut wurde. Was erstmal so kein Problem darstellte, aber dieses Spiel hat auch, wenn du nicht in der Nähe von Wasser warst, das Wasser mit gerendert. Und das ist natürlich extrem an die Leistung gegangen. Was natürlich sehr doof war. Gerade für Leute, die kein High-End-PC zur damaligen Zeit hatten, sondern eher so mit Mittelklasse-Bürorechnern darum geoxidiert sind. Für die war das natürlich ein ganz großes Los. So, das sind die ersten, die verbaut worden sind. Das Ganze brauchen wir natürlich zweimal, weil wir müssen ja die Innenseite dann auch noch verkleiden. Sonst hängen wir nämlich ewig und 3 Tage in den Pfeilern drin und das ist auch nicht Sinn und Zweck. Pass mal auf, Pfeiler brauchen wir momentan nicht. Das ist Gewicht, was wir uns sparen können. Habe ich jetzt aufgehört? Da. Da unten kann ich zum Beispiel nicht, das ist blöd. Da versperrt Triton mir die Sicht. Na komm, Triton. Komm. Geht doch. Irina gammelt da hinten rum. Okay, cool. Solange da nichts passiert, ist mir das recht. Das ist mir so ziemlich egal, wo die gerade rumgammeln. So, einmal die Größenverhältnisse abstecken. Ja. Ich würde sagen, das kommt ja hier dann weg. Wenn wir hier denn nochmal so 4 Stück in die Richtung gehen und dann rumziehen, haben wir hier ein vernünftiges Becken. Hier dann halt mit dem Eingang, also rein und rechts rum und hier können sie sich dann sammeln. Das finde ich schon in Ordnung, zumal ich hier sowieso nochmal... Ach, das kann ich ja schon mal abstecken. Pass mal auf, bauen wir doch die Pfeiler. Ja, ich schon wieder um meine Planung. Ich und meine Planung. Haut schon wieder voll nicht hin. Hübsch. Nein. Du hast, du brauchst nicht, du willst nicht. Doch, du willst. Aber du brauchst nicht. So, so, ups. So. So, so und so und co. Da bräuchten wir. Und als Gegenschluss natürlich da. So. Folgender Plan. Hier wird natürlich dann noch zugemacht.
So das Dach, vielleicht bis auf 1, weiß ich nicht, muss ich gucken, wie ich das Ganze denn anstelle. Und hier oben wird eine Plattform entstehen mit einer Treppe runter. Eben damit ich meine Flugsaurier nicht ewig hier im Gelände parken muss, sondern die hier oben stehen lassen kann. So sind sie wenigstens vor solchen Viechern wie den da drüben sicher. Was hatte der nochmal für ein Level? Ach, 104. Pff, lächerlich. Nicht. Müssen wir halt dementsprechend gucken. Aber das kriegen wir auch so weit hin. Vielleicht überdache ich das auch komplett. Nee. Kann ich gar nicht machen. Das würde hier Probleme geben. Ich glaube auch, das gibt hier jetzt schon Probleme. Aber muss ich sehen. Weiß ich noch nicht. Ich werde zur nächsten Folge definitiv Material vorsammeln. Vielleicht kriegen wir da einiges zusammen. Irina. Komm. Irina mag nicht. Das ist schön, dass Irina nicht mag. Dann weiß ich zumindest schon mal, wer von denen der Bockige ist. Muss ich dich jetzt wieder anstupsen? Blöd ist, Irina ist so eine Hübsche. Also mir gefällt ihr Grünstich auf dem Kopf sehr. Wag es ja nicht. Okay. Nicht schön, aber... kann man mal machen. Gut. Okay. Die Folge werde ich heute ein bisschen kürzer machen. Auch wenn es jetzt schon wieder so ein blöder Zusammenschnitt ist. Aber es nützt ja nichts. Zum nächsten Mal werde ich Material vorsammeln und wahrscheinlich auch schon weiterbauen. Ich kenne mich ja zu gut. Und in der nächsten Folge, ja, wir gucken mal, wie weit ich hier außerhalb der Folge jetzt mache. Also ich werde hier jetzt nicht hier das Ultra-Bauwerk schlechthin, aber zumindest so, dass die hier sicher sind. Weil es geht mir hier langsam auf den Keks. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder und bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.